Ja, Halleluja. Ich wünsche euch Gottes Segen. Gott liebt euch. Jesus loves you. Repent of your sins. Jesus Christus wird wiederkommen. Jesus Christus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Kommt doch zu Jesus Christus. Gott will dir das ewige Leben schenken. Gott liebt dich. Gott will uns unsere Sünden vergeben. Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns alle Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit und allen Bösen. Gott will unsere Seele reinigen durch sein Blut, durch das Blut von Jesus Christus. Das reinigt uns von allen Sünden. Gott will uns reinigen von den Sünden, was wir uns im Fernsehen angeguckt haben und was wir gesagt haben. Gott liebt dich. Jesus Christus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Probiert das doch aus mit Jesus. Und sagt, Jesus, komm in mein Herz und vergib mir alle Sünden und schenk mir den Heiligen Geist. Und da sagt er, ich vergebe allen Menschen alle Sünden, auch die mich verletzt haben. Probiert das aus und schaut mal in die Bibel rein. Die Bibel ist das Wort Gottes. Jesus Christus wird sogar das lebendige Wort Gottes genannt. Jesus Christus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Halleluja, er will dir ewiges Leben schenken, er lebt. Aber Gott ist heilig. Sünde kann er in seiner Gegenwart nicht dulden. Aber er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Jesus sagt, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen oder abweisen. Gott wird dich niemals abweisen oder ablehnen. Gott liebt dich, komm doch zu ihm. Probiert das doch aus und sagt am besten heute noch, Jesus, komm in mein Herz und vergib mir alle Sünden. Und dann sagt ihr, ich vergebe allen Menschen alle Sünden. Da könnt ihr sagen, sei mein Erlöser, Jesus, und schenk mir den Heiligen Geist. Ich will ewig leben. Gott liebt sie. Ich wünsche ihnen Gottes Segen. Kommt doch zu Jesus Christus. Er will euch ewiges Leben schenken. Jesus Christus sagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Jesus Christus will dir deine Sünden vergeben. Aber wer seine Sünden verheimlichen will oder verstecken will vor Gott, dem wird es nicht gelingen. Aber wer seine Sünden bekennt und lässt, wer seine Sünden bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erfahren. Komm doch zu Jesus und bitte ihn um Vergebung für deine Sünden. Gott will nicht, dass du deine Seele verlierst. Gott will nicht, dass du in die Hölle kommst. Kehr doch um und tu Buße für deine Sünden. Gott liebt dich. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Jesus Christus wird sich für dich nicht verändern. Wir haben vielleicht versucht, Jesus zu verändern, aber Gott lässt sich nicht manipulieren. Jesus Christus ist die Wahrheit. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Kommt doch zum Vater im Himmel durch Jesus und sagt doch am besten heute noch, Jesus, komm in mein Herz und vergib mir alle Sünden. Und dann könnt ihr auch sagen, Jesus, komm in meinen Körper, komm in meinen Geist, komm in meine Seele und schenk mir den Heiligen Geist. Und dann könnt ihr sagen, ich vergebe allen Menschen alle Sünden. Probiert das aus, dann sagt ihr, sei mein Erlöser, Jesus Christus. Ich will später in den Himmel kommen. Gott liebt euch, Halleluja. Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und er wird uns für unsere Worte und Taten richten. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach kommt das Gericht. Aber Gott möchte dich nicht verurteilen, Gott will dich erretten, Gott liebt dich. Der Name Jesus, Jeshua im Hebräischen bedeutet Errettung. Gott liebt dich, er will dich erretten. Er will uns unsere Sünden vergeben. Halleluja. Kommt doch zu Jesus Christus. Jesus Christus ist der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Ob wir uns nun für ihn interessieren oder nicht. Aber das steht auch geschrieben im Galaterbrief. Glaubt nicht, ihr könntet Gott missachten oder sich über den Gott Jesus lustig machen, ohne die Folgen zu tragen. Was der Mensch sät, wird er ernten. Mit dem Maß, mit dem ich richte, werde ich auch beurteilt werden und gerichtet werden von Gott. Aber Gott möchte uns nicht verurteilen, er will uns erretten, er will uns vergeben. Gott ist die Liebe, Halleluja. Kommt doch zu Gott und probiert das aus. Sagt doch am besten heute noch, wenn ihr wollt, Jesus Christus, komm in mein Herz und vergib mir alle Sünden. Gott liebt euch, ich wünsche euch Gottes Segen.